Hallöchen. Ich möchte heute nochmal ein kurzes Video oder ein kürzeres Video machen, wie ich mich von meiner Zuckersucht befreit habe. Ich habe ja eine vierteilige Serie dazu gemacht. Falls du die noch nicht gesehen hast und dir mal ganz in Ruhe alles anschauen möchtest, dann verlinke ich dir das mal in einer Infokarte. Und ja, ich war wirklich bis vor einigen Jahren, weiß nicht, sind jetzt vielleicht 6, 7 Jahre, war ich stark zuckersüchtig. Süßigkeiten waren meine Schwäche, also angefangen von Keksen, Kuchen, Schokoladenriegel, also nichts war von mir sicher. Das sah so aus, dass ich mich beim Bäcker nicht entscheiden konnte und manchmal mit 6 Stück Kuchen nach Hause gegangen bin und die alle alleine aufgegessen habe oder ganze Tafeln Schokolade aufgefuttert habe. Also wirklich, ich kannte auch in der Zeit kein Hungergefühl, weil ich die ganze Zeit gefuttert habe, weil natürlich durch den erhöhten Insulinspiegel die Fressattacken einfach immer da waren und ich quasi permanent gegessen habe. Dadurch natürlich auch ja, mit Übergewicht zu kämpfen hatte und sehr, sehr gut das kenne mit dem Jojo-Effekt, Diät und abnehmen und wieder zunehmen. Und dazu habe ich auch ein paar Videos gemacht. Ich verlinke dir auch mal 1 oder 2 oben oder auch unten in der Infobox. Da kannst du auch meine Geschichte sehen, auch wie ich 20 Kilo, mittlerweile sind es 25 Kilo, abgenommen habe. Und ja, wie habe ich mich davon befreit? Also alles von dieser Zuckersucht, alles fing an durch ein Experiment. Ich wollte versuchen, 3 Wochen lang keinen Zucker zu essen. Wenn ich von Zucker spreche, dann meine ich Industriezucker, beziehungsweise ich bin auch so weit gegangen, dass ich auch diese natürlichen Variationen, so Agavendicksaft und Kokosblütenzucker und Xylit und was es da heutzutage alles gibt, also ist ja eine riesige Bandbreite, das habe ich auch alles nicht verwendet, sondern zugelassen waren nur süßes Obst und Trockenfrüchte. Und ja, dann habe ich halt angefangen und habe diese 3 Wochen durchgezogen und habe irgendwie gemerkt, mir tut es gut. Ich fühle mich irgendwie viel klarer im Kopf. Also Zucker macht ja total wabbelig und weich. Also nicht nur der Körper, der immer mehr sich ausdehnt, immer mehr Schutzhülle, die da entsteht, immer mehr Fett, das sich anlagert, sondern auch im Kopf. Ja, das macht weich und wabbelig im Kopf. Und ich habe auf einmal gemerkt, ich habe so eine Klarheit. Ich konnte irgendwie meinen Weg besser sehen und es hat sich so gut angefühlt. Ich hatte so ein schönes Körpergefühl und habe dann aus den 3 Wochen sind dann 2 Monate geworden. Und ich habe da angefangen halt zu gucken, also ich habe mir immer durchgelesen, was ist auf den Verpackungen, was ist da, also wo ist Zucker all über drin, und habe gemerkt, boah, es ist in so vielen Lebensmitteln drin. Und ja, dann danach, nach den 2 Monaten, habe ich sozusagen so ein paar Sachen, die ich da kennengelernt habe, habe ich dann weiterhin ausgetauscht, ja, also wo ich gemerkt habe, boah, ich kann ja den Kuchen auch mit Bananen süßen, und immer wenn das ging, habe ich das halt dann gemacht. Und dann gab es wieder Phasen mit Abnehmen und Zunehmen, also ich habe da dann ganz normal weiter gegessen, danach, wie gesagt, mit so kleinen Austauschen. Und dann war ich wieder irgendwie so an so einem Punkt, so, oh, ich will nicht mehr abhängig sein von diesem Zucker, und habe angefangen, wieder auf Zucker zu verzichten, den wegzulassen und auch alle anderen Austauschstoffe. Und das ging diesmal 2 Jahre gut. Und ich habe aber gemerkt, es ist ein Verzichtprogramm. Es ist immer das Gefühl Verzicht dabei, und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe keine Kraft mehr, darauf zu verzichten und die ganzen Wünsche, die sozusagen hochkommen, da das irgendwie die ganzen Sehnsüchte, ja, nach Süßem zu unterdrücken. Ja, so war das Gefühl. Und trotzdem habe ich gedacht, so, hey, wenn du 2 Jahre, wenn ich 2 Jahre auf Zucker verzichten kann, dann kann ich ja eigentlich nicht mehr abhängig sein.
Und das war ein total guter Punkt, weil ich dann einfach wusste, okay, ich bin jetzt nicht mehr abhängig. Trotzdem war ich nicht zufrieden mit meiner Ernährung und hatte auch wieder eine schwierige Zeit und habe dann wieder ganz normal gegessen. Ich war dann auch noch mal sechs Wochen in Spanien und habe da auch Dolce Vita, ja, mir ist richtig gut gehen lassen und alles Mögliche ausprobiert, war ganz viel essen und habe dann, das war 2015, im Januar, Februar, März, kam ich dann wieder, war beim Arzt, ich gehe sehr, sehr selten zum Arzt, eigentlich nur, um mich mal durchchecken zu lassen und jetzt war ich so viele Jahre nicht mehr beim Arzt, ich dachte, ich lass mal irgendwie Blutwerte und irgendwie überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Und die Ärztin meinte auch, alles super, aber weil, als ich so zur Tür rausging, meinte sie, das Einzige ist, dass sie was an ihrem Übergewicht machen könnte. Ich hatte damals, glaube ich, so das höchste Gewicht meines Lebens, war bei 93 Kilo. Und dieser Satz von der Ärztin war so der Kick. Ich hatte vorher eh schon drüber nachgedacht, weil ich mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt habe in meinem Körper. Und habe dann das zum Anlass genommen, um wieder eine Diät zu machen. Ich wollte also abnehmen. Ich wusste nicht wie viel, aber ich wusste, also nicht so an Zahlen, ich habe ja keine Waage, aber ich wusste, wie sich das anfühlt, weil ich konnte mich zu dem Zeitpunkt echt nicht mehr bücken, ohne dass es weh tat. Und dann habe ich das aber, habe ich mir so einen Plan aufgestellt mit viermal die Woche eine Stunde Sport und ich hatte dann noch einen Fastentag. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wie ich diese 20 Kilo abgenommen habe, das verlinke ich dir. Und dann bin ich sozusagen zufällig zur Rohköstlerin geworden, also zufällig auf die Rohkost gestoßen. Durch den YouTube, verschiedene YouTube-Kanäle. Und ich erwähne das nur deshalb, es soll ja jetzt kein Abnehmvideo sein, weil ich durch die Rohkost endlich dauerhaft sozusagen das Gewicht verloren habe. Das war ja quasi immer so mein Manko, wahrscheinlich wie viele von euch, dass man immer wieder zunimmt und dieser Jojo-Effekt einfach so krass ist. Aber seit ich mich nicht rohköstlich ernähre oder hauptsächlich, also viel frisches Obst und Gemüse, grüne Säfte, angefangen hatte ich mit grünen Smoothies und so und halt natürlich, also jetzt auch keinen Zucker mehr zu mir nehme, auch keine Austauschstoffe und so, sondern wie ich auch schon angefangen hatte mit Datteln und süßem Obst. Und jetzt ist aber nicht mehr dieses Gefühl von Verzicht, weil das ist wirklich etwas, was dich total oder was mich auch immer wieder rückfällig haben werden lassen. Ja? Und jetzt habe ich es geschafft, halt nicht mehr rückfällig zu werden. Ich habe jetzt seit 2015, ja, das sind jetzt 2 Jahre, halte ich mein Gewicht, beziehungsweise es nimmt immer weiter ab. Und ich habe immer noch Verlangen nach Süßen manchmal, aber mittlerweile genügt es mir, wenn ich mir eine leckere Mango, reife Mango aufschneide oder Melone esse oder jetzt die Süßkirschen, die rauskommen und die Erdbeeren. Ja, also dieser Süßzahn einfach mit natürlicherem zu bedienen, ja, also so wie es in der Natur vorkommt und auch weniger vermischte Sachen, ja, also nicht mehr so wie früher die Schokolade oder der Kuchen, wo irgendwie so 10 verschiedene Zutaten zusammenkamen, was der Körper halt sehr schwer nur verdauen kann und womit er viel zu tun hat und wenig anfangen kann, also leere Kalorien. Und ja, und jetzt fühle ich mich halt viel besser und habe einfach ein schönes Körpergefühl und bin wirklich frei davon, von der Zuckersucht, mit der ich halt, der ich jahrelang gelitten habe. Und ja, also das waren jetzt so ein kleiner Auszug. Wie gesagt, schau dir ruhig die Serie an, da schreibe ich das alles so ein bisschen ausführlicher noch. Und wenn du noch Tipps hast oder Fragen, dann schreib das gerne in die Kommentare rein.
Und ja, es ist möglich, sich von der Zuckersucht zu befreien, wie bei allen vielen Süchten. Natürlich spielt die psychische Seite auch eine Rolle. Ich erwähne es nur ganz kurz. In der Serie habe ich das viel ausführlicher gemacht, weil oft stopfen wir mit den Süßigkeiten ein seelisches Loch. Ja, deswegen haben auch, ich kriege ganz viele Nachrichten so, dass sie von der Rohkost zum Beispiel nicht satt werden oder ja, von diesen alternativen Süßspeisen. Ich habe ja auch ein paar Rezepte gemacht, dass sie davon nicht satt werden. Ja. Und es wäre egal, was du isst, du wirst nicht satt werden, weil es ein seelisches Thema ist, was dahinter steckt. Und da musst du einfach gucken, wo ist deine Sehnsucht, wo lebst du die Süße des Lebens nicht. Ja. Also das nur ganz kurz noch am Ende. Gib mir gerne einen Daumen nach oben oder teile das Video auf deinen sozialen Netzwerken, wenn du mich unterstützen möchtest. Und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist. Also alles, alles Liebe für dich.